Und hallo und herzlich willkommen erstmal wieder zurück zum Let's Play von Star Wars Battlefront. Kleine Ankündigung. Ja, heute wird es auch noch ein anderes Star Wars Let's Play geben, und zwar Star Wars. Ich glaube Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, glaube ich, oder so war das genau. Und sieht ganz cool aus. Also ich habe es ja schon mal so ein bisschen angespielt mal gehabt, aber noch nie wirklich ein Let's Play drüber gemacht. Deswegen werden wir einfach mal sehen, wie es läuft und funktioniert und weiter, und habt ihr nicht gesehen. Wollte ich euch schon mal sagen. Und ich habe gerade eine Runde gespielt und ich habe das beschissen ins Team, aber ich habe dafür 38 zu 11, glaube ich, gemacht. Also ich hoffe jedenfalls, dass mein Team mal ein wenig mal auf die Kacke hauen wird, denn so wie die hier spielen, es kann einfach nicht sein. Es regt wirklich nur noch auf. Aber so ist das nun mal. Man muss halt verlieren können. Man muss halt auch mal irgendwie gewinnen können. Aber ich bin eigentlich ein guter Verlierer, es sei denn durch irgendeine Scheiße, die hier gerade irgendwie passiert, wo man sich einiges so nicht erklären kann. So, der ist auch weg. Oh, perfekt. Ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. So, jetzt müssen wir mal wirklich hier gucken. Ah, wieso drücke ich Kacke nur? Ah, wir hätten uns das sparen können, wenn wir nämlich gelandet wären. Und ich habe schon 3 Kills. Oh. Verteidigt sie. Hoppala, Entschuldigung. Schwupp, weiter. Ist er weg? Ist er weg. So. So, Sturmtruppe weg. Ah. Verteidigen, eskortieren, okay. Na, dann eskortiere dich mal. Ja, perfekt, geht doch. Wir haben 8-0. Du musst es sein. Und der nächste Kill, den wir bekommen, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir... Hui, gleich 2 auf einmal. Hoppala. Hupala! Na, lauf doch mal! Entschuldigung, aber der ist so blöd, der läuft einfach nicht. Ich bin hinter dir, Mann. I give you Deckung from behind. Und ich weiß, dass hier rechts jemand hingelaufen ist. Okay. Das brauche ich unbedingt nämlich jetzt. Er verteidigt hier. Oh, jemand hat die Frachtkiste. Na, das müssen wir doch jetzt unterbinden, oder? Entschuldigung. Meiner. Ja, das meine ich. Wenn es gut läuft, läuft es gut halt, ne? Und die... Ich habe 13-0. Was will man mehr? Die können mich gerne als Cheater darstellen, aber ich hoffe, die gucken auf meinen Kanal, dann sowas wird nämlich öfters jetzt passieren. Vor allem, ich freue mich schon auf die neuen Inhalte. Garantiert nichts gebracht, macht aber nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Da kommen Leute raus. Meiner. Oh, das ist mega geil, auf jeden Fall. Also, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir noch weiter ein paar Gehirne zerbrutzeln werden. Stell dir vor, ich kann noch so spielen. Ohne. Nein, 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 nein. Nein! Der hat uns zuerst erlegt! Scheiße! Fack! Das muss ich mal wirklich schreiben. Fack! Fack!
Ah, cool. So, egal. Wir haben es. Wir haben es. Wir sind wenigstens noch im Zweierbereich von unserer. Wie nennt man das? Vom Fortschritt her? Ich glaube schon, oder? Kann man so sagen. Und ich sehe gerade, der eine ist hier unterwegs. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh, ich sehe dich. Ja, na klar doch. Er merkt alles, er sieht alles. Das Imperium hat seine Macht in Sicherheit gebracht. Meiner? Meiner? Verteidigen, sehr schön. Wie viel haben wir? 20-2. Ja, man muss mal sterben. Es ist einfach so. Uala, warum ist denn das so komisch gerade gewesen, die Steuerung? So schwammig, ich hab das gerade auch bemerkt. Na komm schon, ich treffe dich. Okay, doch, ich habe ihn gerade getroffen. Aber leider nicht so zu meiner... aua, das tut doch weh, Mensch. Ich behalte meine Thermalgranate, die ist auf jeden Fall immer top. Die hat mir schon in so vielen Wegen... Oh, da war irgendwo jemand. Es sei denn, es war nur ein Geschütz. Ein Geschütz. Unsere Frachtkiste ist wieder zu Hause. Schwupp, meiner. So, Sprungpack nicht verfügbar. Ja, das ist immer kacke. Oh, 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 oh. Ich merke schon, die kommt von hinten so langsam. Also doch nicht vorspringen, Mann. Wirklich nicht. Nicht vorspringen. Du musst mich beschützen eigentlich. Kacke, ich würde so gerne jetzt abspringen, aber... Das hört sich gerade auch falsch an. Ich würde so gerne abspringen. Ich weiß, Sprungpack immer noch nicht verfügbar. Oh oh. Da ist er nämlich. Oh, doch nicht. Er ist tot. Jawohl. Sehr schön. Blup. Da haben wir sie. Die nächste Fracht. Ah, schon wieder. Ah, fuck you. 23-3. Wir sind immer noch die Besten. Ich habe nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Ich würde jetzt lachen. Reicht. Okay, da laufen gerade welche. Oh, scheiße. Wow, was für ein Held. Wieso haben die nicht schon eher drauf geschossen? Manche Sachen verstehe ich nicht. Die laufen denen so hinterher und warten so. Anstatt dass sie einfach sofort auf ein Schild draufknallen, weil der wird doch dann eh so oder so irgendwann, kaputt gehen. So, Thermal. Nö, Kartenerneuerung ist auch sehr schön. Also für diese Loadout ist Kartenerneuerung eigentlich das Beste, was man bekommen kann. Oh! Ist der geflogen! Ihr habt's auch gesehen, oder? So. Wir rennen mal lieber. Schön Deckung geben. Weiterrennen. Oh Gott. 8-2. Schaffen wir die Runde? Ich glaube ja. Sieht jedenfalls sehr, sehr gut aus. Es sei denn, es kommt hier irgendjemand. Oder jemand ist schon hin bei uns in der Base. Oh, ich glaube, ich habe da jemanden gesehen. Er räume für mich alles. Tü. Meiner. Mal wieder. Los, Leute, nur noch eine Kiste. Oh.
Oh, das ist Befriedigung. Befriedigung für die Star Wars Seele. Okay, wir gehen wieder, glaube ich, einfach querfeld ein durch die Mitte. Wir haben 27,3. Aber bist du blind oder was? Alle sind so blind hier. Verstehe ich nicht. Der hat mich nicht gesehen. Ich habe aber den Bären gesehen. Ja, egal. Ist noch früher Morgen, manchmal vielleicht im Kaffee noch nicht. Wer weiß, wo alle anderen denn so herkommen, so regionsmäßig, ne? Voodoo PL. Alles klar, 1, 2, 3. Voodoo Player wahrscheinlich. So, jetzt geht's aber hier rund. Abliefern. Jawoll! Geht das denn? Ist das überhaupt möglich hier? I'm so great. Da hinten ist nämlich jemand. Plupp. Und ich hab die Fracht noch. Ist das denn zu fassen? Ey, wenn ich das jetzt abgebe, haben wir gewonnen. Und es war die beste Runde in Fracht überhaupt. Wow! Woo! Alter! GG. Boah! Krass! Was für eine Runde! Wow! Dreimal! Ich fass es nicht! Ja, so Leute! Das war's mal wieder mit einer frischen, coolen Runde von Star Wars Battlefront. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach mal ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr einfach mal dranbleiben wollt, wie ich dann weiter zocke, wie es dann weitergeht hier vor allem. Und das ist eigentlich, danke wieder fürs Zuschauen und dann auf jeden Fall bis zu einer nächsten Folge. Ciao!